Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar. Doc braucht noch dieses Ding, das sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Oh, genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp. Mammutfell. Relais. Ein Plasma-Austausch-Flubbidiwupp-Mammutfell-Relais? Schwer zu beschaffen. Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich kostet das nur einen Jiffy. Ein. Warum wusste ich, dass jetzt so ein Unsinn kommt? Ein Plasma-Austausch Flubbidiwupp-Relais. Flubbidiwupp-Mammutfell-Relais. Entschuldigung, ja, Flubbidiwupp-Mammutfell-Relais. Okay. Erstmal würde ich sagen, Buso kriegt mal seine Klamotten wieder. Der kriegt ja schon Eiszapfen. Immer doch. Ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Du und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja. Eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Na super. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Die Schüttelpocken... Mal sehen, ob wir ihm die auch so verschaffen können. Herausforderung angenommen. Challenge accepted. Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Ja, na klar. Ich hab's auf Deutsch gesagt. Ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. ich würde sagen, fleckig. Hey. Das war Ironie. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Mal die Tasche. Mal gucken, ja, was Boso alles mit sich rumträgt. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, das ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Ein Champon. Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Oh, weia. Da hängt ein handgeschriebenes Etikett an der Flasche. Mein liebes Berli. Berli. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Danke, mir kommt das Essen wieder hoch. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption und kleine Bläschen am Mundwinkel. Ja, Bläschen. Genannt Herpes. Okay. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Was? Kleiner Scherz, hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie, ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Mir kommt die Stimme etwas bekannt vor. Kannst du dich noch an das Schnabeltier-Restaurant erinnern? Ja. Diese zwei Augen. Ja, genau. Aber das war ja auch eine geile Szene, wie der nach unten geht und mit Cthulhu oder so spricht. Und dann ja, genau. Ja. Zimmer 9. Ich hab mich so weggeschmissen. Also, dem am meisten Verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt.
Na gut, ich habe eure Betten nicht neu bezogen, aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich Zimmer 3. Endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich? Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich Zimmer 1. Das ist unmöglich. Zimmer 1 ist nicht vermietet. Und Stimmen aus dem Jenseits gibt es dort auch nicht. Im Gegensatz zu den anderen Zimmern. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich... Aber das ist immer, guck mal, das ist immer noch auswählbar. Irgendwas hat es mit dem noch auf sich. Zimmer 5. Das ist wahrscheinlich das Nebenan, was verschlossen ist. Wahrscheinlich. Ich würde gerne etwas essen. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Nein, den müssen wir dann gleich mal holen. Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Ja, würde ich auch sagen. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, wenn sich noch jahrelang an uns erinnern, sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist, kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Es wird vor allem noch jahrelang jucken. Ich hätte dann gerne einmal die 44 mitnehmen. Sagen Sie mal... Haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja. Verwählt. Kein Problem. Das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beiden. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Raus hier, genau. Mammut. Nichts wie raus hier. Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Bevor. Ja, dann auf zur Rezeption. Wir brauchen ja noch unseren Menüplan. Da hat es bestimmt irgendwas mit auf sich. Ja. Stimmt eigentlich. Genau, Rezeption. Huch! Das ist doch Cletus. Ach du Heilige. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi! Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbott. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das doch nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppeni-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Seien Sie nicht albern, Oppenbott. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Sowas gibt's wirklich? Das gibt es wirklich? Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Der sucht doch garantiert nach Goal. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Nur das Problem ist, das ist in Cletus Zimmer. Ja, da müssen wir noch eine Lösung für finden. Aber guck mal, wir haben zwei neue Sachen. Was hat auf dem Beifahrersitz gestört und liegt deshalb jetzt im Kofferraum? Deine Mutter. Oh. Es wird immer schlimmer. Hey, was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Also, deine Mutter. Den hatten wir schon mit der Zahnpasta. Ja, Zahnpasta, genau. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbott das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke. Und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Tausch ihn einfach mit der anderen Tasche aus, die wir haben. Würde ich auch sagen, dann ist, weil der ist so dumm, das merkt er nicht.
Das sehr schön. Müsste jetzt Bosos Tasche sein. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn Oppenbot versucht, mit Bosos Unterwäsche zu bezahlen. Hier haben Sie ein Dreimannzelt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha. Geld. Papier. Wow. Geld. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich so viel Geld in der Hand hatte. Oder leider. Überhaupt irgendwelches Geld. Aber wir machen was mal noch. Was ist rosa, hat eine Rüsselnase und dein Vater steckt all sein Geld hinein. Deine Mutter. Oh Gott. Nein. Poki, dafür gehörst du sonst wohin. Boah, ey, arme Mutter von Poki. Oh ja. Also das tut mehr als weh. So. So. Warte mal, seine Wäsche gewaschen, ne? Ja. Da, kick mal an. Das sind Cletus-Klamotten. Ja, läuft ja. Meinetwegen können sie in der Trommel verrotten. Andererseits könnten sie noch nützlich werden. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen. Sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Sie läuft doch, oder nicht? Oder wie? Oder was? Ja, ich vermute, das Problem ist eher die anderen Bereiche der Maschine. Hier, oder was? Zum Beispiel. Okay. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Ich glaube, da brauchen wir... Was ich so schön finde, ist, wie schön Grünes aus der Waschmaschine leuchtet. Grün ist immer gut. Ja, vor allem diese Art von Grün, die hat sowas Verstrahltes. Deswegen sag ich ja, Grün ist immer gut. Du weißt, die Japaner sagen ja auch, Fukushima war gut für Japan. Definitiv. Wenn nicht das, was dann, ne? Richtig. Vielleicht müssen wir uns nochmal mit der Mülltonne da unten beschäftigen, wo der Pelikan drin saß. Der sitzt doch da, glaube ich, noch. Oder? Sitzt er da noch? Ich weiß nicht. Ich guck mal. Als wir nachgeguckt haben, zuletzt saß er da noch, glaube ich. Ja, da ist er. Warte mal, wir müssen den... Darf ich mal kurz? Ich ja. habe eine Idee. Ich, ja. Also glaub, der ist ja da drin, die Fische am Futtern, ne? Ich glaube, den müssen wir irgendwie das Essen... Ich glaub, das Essen und nicht mehr schmackhaft machen. Ja, die Suppe versalzen, meinst du, aber... Versuchen wir es erstmal mit dem Shampoo. Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Hä? Konvenieren? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann versuchen wir es mal mit was näher liegt. Nimm doch erstmal die Zahnpasta. Ich will jetzt das Fett den Pfeffer ausprobieren. Okay. Gesundheit. Gesundheit. Okay, das war's also auch nicht. Zahnpasta. Was hast du gesagt? Die Zahnpasta? Ja. Okay. Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Dann bleibt ja nur noch das sprichwörtliche Salz in der Suppe. Oh, stimmt, wenn es zu salzig ist, will er es. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Hoppla. Hallo. Da ist er. Keine Ursache. Was denn nun? Einige meiner hausgemachten Salzmakrelen schwimmen noch im dehnbaren Hautsack an seinem Unterschnabel. Sehen die lecker aus. Okay. Meine Fresse. Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen.
Den ich gerade. Genau. Ja, mit dem ich Rohr irgendwas machen. Ey, guck mal, das bei leckt. Diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Wortwitz! Ja.